Hallo und willkommen zurück in meinem kleinen Blumenladen hier bei Strange Horticulture. Ich habe dankenswerterweise von euch wichtige Tipps bekommen. Und das eine betrifft halt meinen Denkfehler hier in Bezug auf Ältestensporn, beziehungsweise hier ist und mein Ältestensporn, den nehmen wir hier gleich mal eben rüber. Denn diese fünf Blumen, die wir für diesen, sagen wir mal, salopp Heiltrank brauchen, da hatte ich ja überlegt, brauchen wir da die vergoldete Dendra, also die halt das Blut schwarz färbt, oder müssen wir schwarz gefärbtes Blut wieder reinigen? Und da kam eben der Tipp, dass doch eher das Reinigen gemeint ist. Also packen wir hier mal Ältestensporn hin. Und dann gab es noch einen interessanten Tipp zu Hahnenspannen. Und zwar hatte ich mich da auch ein bisschen irritieren lassen. Schwulzige Knolle, wenn aufgeschnitten, gestreift. Also gestreifte Knolle haben wir ja hier nicht. Aber ja, das ist eben ja auch nur, wenn sie aufgeschnitten ist. Und dann, wenn sich die äußere Schicht härtet und blau-grün färbt, ist sie bereit zur Ernte. Ich sehe hier aber keine blau-grüne Knolle. Aber da wurde mir der Hinweis gegeben, dass diese Pflanze es vielleicht sein könnte. Wenn man sich die nochmal genau anguckt, dann steht da, die Knolle ist relativ fest und türkisfarben. Das hier, was wir hier auf dem Bild sehen, ist ja nicht türkis, aber hier im Text steht türkis. Und türkis ist ja eindeutig blau-grün. Und hier sind eben auch Früchte dran. Das heißt, wir können schon mal vermuten, dass es sich hier um Hahnenspann handelt. Wir werden es aber dann überprüfen. Ich denke, mit der falschen Pflanze können wir gar keinen Trank brauen. Muss ich mal eben gucken. Drantium, ja, Kabalia und Hahnenspann. Damit müsste man dann eigentlich was herstellen können. Und wenn es schief geht, denke ich mal, dann kriegen wir hier aufsteigende Furcht, die wir uns aber auch noch erlauben können. Neues Elixier erhalten. Und zwar was? Diesmal steht es nicht dabei. Jetzt weiß ich ja mehr, der Zettel. Machen wir das Buch mal eben zu. Genau, hier waren die lateinischen Namen. Genau, das war doch das. Also jetzt muss ich doch noch mal eben kurz gucken. Hahnenspann müsste dann halt Mens Fortis sein. Nee, Maculosus. Genau, Maculosus Retinentia. Also das heißt, es geht auf jeden Fall um dieses Rezept hier. Und dann ist das Elixier der Verdammten. Ja, haben wir das. Ja, und dann gab es noch eine Sache, wo ich ja in der letzten Folge total unsicher war, was ich diesem Bestienjäger so mitgeben sollte für eine Pflanze. Und da hatte ich völlig vergessen, dass wir dieses Marienblatt von dem Typen mit den grünen Augen bekommen haben. Nee, Entschuldigung, nicht dem von den grünen Augen, sondern von dem Kultisten bekommen haben. Der grüne Augentyp will ja die Bestie erledigen. Nicht, dass ich jetzt schon wieder durcheinander komme. Na, auf jeden Fall, der Typ, der uns dieses Marienblatt gegeben hat, der will natürlich nicht, dass die Bestie umkommt, und genau das Zeug habe ich jetzt dem Jäger gegeben. Also das wird für den Jäger wohl kein gutes Ende nehmen. Hätte ich mich daran erinnert, hätte ich natürlich die andere Pflanze genommen. Aber gut, dann da muss ich jetzt durch und muss zu meiner Entscheidung stehen. Ich werde wahrscheinlich mein Leben lang nicht mehr ruhig schlafen können, weil ich diesen Typen auf dem Gewissen haben werde. Ja. Aber gut. Die erste unruhige Nacht.
Entmoorrabe, Spinne. Okay, das bezieht sich wieder auf diese Münze mit dem Loch, denke ich. Ausgerüstet mit Adas Wissen reiste sie nach Westen zum Steinkreis. Ihr war nicht bewusst, dass sie bei ihren Vorbereitungen nicht alleine war. Okay, dann gucken wir erstmal hier. Entmoor. Da. Oh, das habe ich mal schnell gefunden. So, jetzt brauchen wir unsere Münze, die hier noch irgendwo rumliegt auf dem Tisch. Komm, das kommt hier mal weg. Ich will diese Sachen hier nicht wegpacken, weil die halt noch ungelöst sind. Und da ist die Münze. Erstmal so, so. Genau, und jetzt muss ich natürlich noch mal wissen, was sollte ich da? Rabe, Spinne. Da ist Entmoor. Und Rabe ist genau oben. Also da. Und Spinne ist genau links. Oh, das haben die sehr schön einfach gemacht. Dass es nicht irgendwie schräg ist und man sich dann auch teilweise vertun kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf den Dreizack gehe, ja, welches Feld ist denn hundertprozentig gemeint? Da kann man sich einmal eher vertun als bei diesen geraden Linien. Okay, also müssen wir hier hin. Eine Dohle, die sich irgendwo in der Nähe versteckt hat, kräht. Seltsam geformte alte Steine schauen aus dem Gras heraus. An einigen von ihnen wachsen Pflanzen. Okay, müssen wir ein bisschen Platz schaffen. Was nicht so einfach ist. Habe ich da links noch irgendwo? Ja doch, warte mal. Ja, hier nochmal weg. Dendra lasse ich nochmal da so in der Nähe. Das hat sich noch nicht aufgedröselt. So, das so. So, und dann sehe ich das nämlich besser, wenn jetzt hier Pflanzen dazukommen. Was haben wir denn da Schönes? Obwohl die Kugeln weich aussehen, sind sie tatsächlich recht hart. Stimmt, die sehen richtig so aufgeblasen aus. Die Blätter sind kräftig und lederig. Sind das 13? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, sind 13. Hatten wir da nicht irgendwas? Ich will mir das zweite Rezept nochmal angucken. Elixier des heiligen Quentin, das war... Ich hatte es mir aufgeschrieben, welche Pflanzen das sind. Genau, ein Schafschnipp fehlt uns da, glaube ich, noch. Moment mal. Sachen. Hä? Hat sich da jetzt irgendwas... Warum ist das hier so durcheinander gewirbelt auf einmal? Also okay, wir brauchten Liebchenblatt und wir brauchten Kerzenholz.
sondern jetzt ist die Frage, ist das Scharfschnipp? Wegmachen. Die grünen Samenkapseln haben eine harte äußere Schale und klingen hohl, wenn man sie antippt. Oh, das ist doch eher das hier. Das könnte Scharfschnipp sein. Versuchen wir den anderen Traum mal zu bauen. Also wir sind uns beim Liebchenblatt ja auch noch nicht hundertprozentig sicher. Holz, da sind wir uns sicher, und Scharfschnipp bin ich mir auch so zu 80% sicher. Ja, sehr schön, funktioniert. Also hoffe ich. Wäre natürlich lustig vom Spiel, wenn man dann, wenn da auch stünde, wenn man was Falsches macht, neues Elixier erhalten, ist halt grün, man weiß nicht, was ist, vielleicht tödliches Gift. Aber wir hoffen mal, dass es jetzt das ist, das Elixier des Heiligen. Achso, da wird es abgehakt. Ja, es wurde abgehakt, das ist es auf jeden Fall. So, super. Elixier des Heiligen Quentin. Wunderbar, sind wir einen großen Schritt weiter. So, und diese andere Pflanze, mir kommt das aber. Da ist wieder diese Gedächtnisgeschichte, und dass ich momentan nur so selten aufnehmen kann. Irgendwas war mit dieser Blüte. Ach so, genau, bei diesen fünf Dingern. Also gut, das packen wir jetzt erstmal ins Archiv. Obwohl, ja, jetzt wissen wir natürlich, müssen wir dann immer nochmal nachgucken, wofür sind die Elixiere da. Also hier fällt es mir gerade noch ein, oder beziehungsweise stand da ja gerade. Angst überwinden. Und das hier war das andere neue Elixier der Verdammten. Das war... Tod überwinden. Aber es kostet ihn halt die Seele. Das ist also, ja. Seele weg. Leben wieder da. Bei der Pflanze muss ich nochmal gucken. Achso, genau. Das ist hier dieses Scharfschnipp. Achso, genau. Die sind deshalb hier gelandet, weil sie hier von dem Elixier wieder zurück sind. Ah, ist klar. Das ist verständlich. Dann können wir. Ich denke, das auch mal hier nach hinten wieder wegsortieren. Ich hoffe mal, wir brauchen das so bald nicht wieder. Doch einiges zusammen so im Verlauf der Zeit. Drantium. Ja, das lasse ich hier nochmal stehen. Also diese Giftpflanze, also die tödliche. Und das andere können wir gelb machen. Wir wissen jetzt auch, dass es Liebchen-Dings ist. Thank you.
mal darüber. Achso, genau, hier fehlt. Genau, hier sind die 5 Pflanzen und da fehlte mir eine, nämlich die 2. Und da ist das vielleicht diese mit den 13 Dingern. Also, dann kommt der Knöchelgreifer der Verwinder. Habe ich mir da irgendwas zu notiert? Nee, ne? Weiß es nicht. Lass das die mal hier so unten stehen. Ich habe irgendwie so einen Verdacht. Aber ich will jetzt nicht alles durchblättern. Nein, nein, nicht jetzt. Wir holen uns mal einen neuen Gast rein. Grace Enbright. Hast du von dieser maskierten Frau gehört? Stell dir nur vor, so viel Macht zu besitzen. Nationen würden vor dir niederknien. Du wärst ein Gott. Ich will gar kein Gott sein. Diese Kreatur ist riesig, unaufhaltbar. Und sie sagen, dass es jede Anweisung von ihr befolgt. So etwas könnte ich morgen gut gebrauchen, wenn mein Schwiegervater mich besuchen kommt. Sieht aber wohl so aus, als müsste ich mich mit etwas Liebchenblatt zufrieden geben, um das hinter mich zu bringen. Okay. Also ein bisschen die Sinne betören, um den Besuch des Schwiegervaters zu überstehen. Sollen wir mal gucken, was macht der Liebchenblatt jetzt? Mut. Ah, sie braucht einfach Mut. Mhm. So, Pflanze identifiziert, Bucheintrag. Totenmanns Finger. Oh, da fällt mir sofort eine Pflanze ein. Diese hier. Dieser Pilz kann typischerweise in dichten Wäldern gefunden werden, wo er durch den Mulch hindurchragt. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde eine Leiche aus dem Boden herausgreifen. Soll den Geist stärken, klären und schärfen. Fragezeichen. Ist es rot gemacht, ich glaube. Ja. Totenmannsfinger. Der Briefträger mal wieder. Dieser Brief wurde auf ungewöhnliche Weise zugestellt. Es war keine Adresse angegeben, nur Flunzenkundler, falsch geschrieben. Ich nehme doch mal an, dass er für dich ist. Ja, auf jeden Fall. Wenn du über deine Pflanzen Bescheid weißt, dann ist dieser Brief für dich. Hoho! Du hast es also hinbekommen. Oh ja, ja, es funktioniert, es funktioniert. Schau von Bofell nach Norden. An der Flussquelle von Riveresque. Niemand weiß, dass es dort wächst. Das ist unser kleines Geheimnis. Hoho! Wer hat denn noch so gesprochen mit diesem Hoho? Durchgehen, also du ja sowieso nicht. Müsste ein Mann sein. Nein. Frauen auch mal durch. Ne? Also niemand, der hier unten in der Leiste ist. Die reden alle anders. Gut, also jetzt nochmal, wo mussten wir hin? Nach Bofell, nach Norden. An der Flussquelle von Riveresque.
Bowfell. Wird ja wahrscheinlich irgendwo im unteren Bereich sein, wenn man dann nach Norden schauen muss. Oder auch nicht. Da ist Bowfell. Und da ist River Esk. Also direkt hier einfach ein Feld nach Norden. Ja, an der Flussquelle von River Esk. Na klar, ich finde hier eine Pflanze, die ich vorher noch nie gesehen habe. Glockenförmige Blüten und herzförmige Blätter. Herzförmige Blätter, das habe ich schon mal gesehen. Problem ist, das Buch jetzt immer wieder durchzublättern. Ist natürlich auch Wahnsinn. Aber nehmen wir nur mal die Sachen, die ich noch nicht... Achso, genau. Was hier ist ja auch abgehakt. Ich lese mir nur eben die Sachen durch, die ich... Ja, okay, das sehen wir schon, das ist es nicht. Bauernsorge. Schwammiger Pilz, nein. Ich suche jetzt nur diese beiden Pflanzen quasi. Evulum. Nein. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Frühlingswachkappe ist auch ein Pilz, das kann es nicht sein. Das ist echt super, dass die das gepatcht haben, dass hier unten abgehakt ist, wenn man das schon erkannt hat. Hexenkesselchen, das wird auch keins der beiden sein. Neptunsgarn. Nur wenige Blütenblätter, starker Geruch. Ne. Kurze Blätter ist auch nicht. Sicheltau. Blüten, die aus vielen kleinen Röschen bestehen, das ist es auch nicht. Storian. Dunkelrote Früchte. Können wir auch schon mal ausschließen. Teufelsnachtkappe. Leichenfreunde. Warte mal, war das nicht hier sowas? Wird nach dem Tod aus dem Körper des Verstorbenen herauswachsen. Genau, das könnte also diese zweite Pflanze sein, die ich brauche. Angenehmer Geruch, nicht unähnlich dem von Kiefernadeln. Das ist das hier aber nicht, ne? Wegehütchen. Tassenförmige Blüten. Das kann sein. Zeigen generell nach unten, ja. Ist zwar nicht das, was ich gesucht habe, aber dann haben wir schon mal das entsprechend notiert. Witwenleid. Nee. Okay. Machen wir weiter. Toradan. Mein Mann sucht gerne nach Pilzen, aber ich bin etwas besorgt darüber, was er da von seinem letzten Streifzug mitgebracht hat. Er hat einen Ausflug über den See gemacht und die Wälder westlich von hier erkundet. Die Wälder westlich. Er hat eine ganze Tasche voll seltsam aussehender Pilze, von denen er behauptet, dass sie absolut sicher wären, mitgebracht.
Für mich sehen sie aber ganz und gar nicht essbar aus. Ich hätte ja einen zur Bestimmung mitgebracht, aber er behütet sie wie eine Glucke, weil er denkt, dass ich sie wegschmeiße. Ich komme morgen wieder. Okay, ich verlasse mich jetzt noch nicht mal auf die Notiz. Ich schreibe hier nochmal eben auf. Über den See. Wälder. Westlich. Von hier. Ich kann nämlich gleich mal gucken. Na, vielleicht steht es ja auch auf der Notiz drauf. Westlich von Andermeer auf der anderen Seite des Sees. Ja, okay. So. Wir sind hier. Da ist der See, da sind die Wälder. Auch quasi nicht zu verfehlen. Pilze! Wie kann es nur sein, dass ich noch nie hier war? Zuerst sind sie schwierig zu finden, aber bald beginne ich sie überall zu entdecken. Die roten Hüter haben eine schwammige Textur, ja. Mal danach gucken, wenn danach gefragt wird. Die Bibliothekarin ist mal wieder da. Lord Fremont hat mir erzählt, dass er dir beim Beschaffen von Informationen über den Divinan helfen konnte. Ich habe die ganze Bibliothek abgesucht, aber das Einzige, das ich entdecken konnte, ist ein Schimmelproblem. Ich hatte gehofft, dass du vielleicht etwas Süßhauch da hast, um das mit dem Schimmel zu lösen. Palianz oder Neptunsgarn. Haben wir eins davon schon mal benutzt? Ne, beides noch nicht. Also, Neptunsgarn. Boletus veritum, auch Wahrheitsmund genannt. Diese Pflanze zwingt eine Person nach dem Verzehr dazu, die Wahrheit zu sagen. Ja. Das... Also sie ist ja eine nette Frau, aber... Wir haben ja einen Hinweis bekommen, daran erinnere ich mich noch, dass... mehr hinter der Bibliothekarin steckt und da bin ich schon neugierig und ich würde ihr deshalb gerne dieses Wahrheitsserum geben. Ich weiß, das ist nicht die feine englische Art, aber es geht hier um das Schicksal vieler Menschen und da muss man manchmal ungewöhnliche Wege gehen und ja, ich werde das wissen, was ich von ihr bekomme, wenn es jetzt sich herausstellt, sie hat gar nichts zu verbergen, werde ich es direkt wieder vergessen. Aber wenn sie natürlich etwas verheimlicht und uns damit hintergeht, dann war das damit gerechtfertigt. Aber trotzdem, ich gucke mir auch Palianz noch einmal an. Verbesserung der Luftqualität. Ja, sollen Giftstoffe aus der Umgebungsluft herausfiltern. Nee, Neptunsgarn. Die Blüte besitzt nur wenige Blütenblätter und gibt einen starken Geruch ab. Das sind wenige Blütenblätter, aber das sieht natürlich gar nicht aus wie das. Trotzdem, wir gehen das mal noch kurz durch. Sanfter Duft. Das wären auch wenige Blütenblätter. Frisch und angenehm. Riecht es. Blödsinn. Wenige Blütenblätter. Das sieht mir ganz danach aus. Lange, dünne Blätter, die recht robust sind, duftet stechend und zitronend. Zitronig. Also würde ich mal sagen, also die Form der Blätter hier passt. Okay, hier sind es dann vier. Das in der Mitte, würde ich sagen, passt. Auch mit den Haaren da in der Mitte.
der lange, schlanke Stängel und ja, stechender Geruch, oder beziehungsweise starker Geruch und hier war es dann, glaube ich, stechender Geruch. Das könnte man so sehen. Jo. Ich wollte das eigentlich nicht erwähnen, aber Fremont hat mir noch etwas anderes aus seinen Archiven gegeben. Ein Rezept für ein Elixier. Es ist der Schlüssel zu der Verbindung mit dem Diener. Und warum wolltest du es uns das nicht erzählen? Theoretisch wäre es möglich, der Frau mit der Jademaske damit die Kontrolle über ihn zu entreißen. Okay. Theoretisch jedenfalls. Doch die einzigen Aufzeichnungen, die ich darüber finden konnte, sind hunderte von Jahren alt. Und selbst wenn es funktioniert, was dann? Die Macht, die Kontrolle über den erweckten Dendro mit sich bringt, ist zu groß, um von einer Person übernommen zu werden. Och ja. Wir sollten uns an das Ritual der Schwesternschaft halten. Och nö. Nö. Okay, also sie wollte uns gar nicht hintergehen. Sie wollte uns nicht bewusst was verheimlichen. Sie hat nur geglaubt, dass wir mit der Information sowieso nichts anfangen können. Sie ist zwar da, aber es wäre sowieso schlecht, das umzusetzen und man weiß nicht, ob es funktioniert. Und deshalb erwähnt sie es gar nicht erst. Also es war jetzt keine böse Absicht von ihr. Gut, dann machen wir erstmal hier Neptuns Garn markieren. Und dann... Ja, wo ist das Rezept? Okay, da kommt es. Pflanze identifiziert, ja. Brief- und Bucheintrag. Sauerband. Acerbus varus. Sauerband hilft bei der Gedächtniswiedererlangung, ganz besonders, wenn das Gedächtnis absichtlich sabotiert wurde. Der Name der Pflanze kommt daher, dass das große Stamen, wenn auch essbar, extrem bitter schmeckt. Weil etwas bitter schmeckt, nennt man das Sauerband. Ja, mhm. Der große Stamen. Sehen wir sowas da? Das hier? Sowas? Das wäre Renn. Ja, hier sind sowieso die bekannten Pflanzen ja schon. Also eventuell das hier. Ne? Ja. Was mit groß gemeint? Lang oder dick? Ich weiß nicht. Packen wir erstmal weg. Gucken wir uns immer mal das Rezept an. Elixier der Kontrolle. Die Verbindung zwischen dem Diener und seinem Meister ist noch nicht vollkommen erforscht. Doch wir wissen, dass die Verbindung gebrochen werden kann, was den Meister den Verstand kostet. Also, okay, also der Frau mit der Jademaske würde es dann den Verstand kosten. Dadurch kann ein neuer Meister seinen Platz einnehmen und die Kontrolle über den Diener übernehmen. Ein starker Wille ist für den Konsum dieses Elixiers eine Voraussetzung, ansonsten würde es den Verstand überlasten. Man sagt, dass die Kraft eines Steinkreises die Wirkung des Elixiers noch verstärken kann. Okay. Was ich auch noch nicht so genau weiß, die Frau mit der Jademaske, was will die überhaupt mit dem Diener anfangen? Will die irgendwas Böses damit? Und was wäre, wenn wir die Kontrolle übernehmen? Würden uns dann die Leute auch versuchen, irgendwie umzubringen, obwohl wir gar nichts Böses im Schilde führen? Okay. Oh, die Pilze. Das ist schön.
das möchte ich dann mal markieren als nennen wir es mal Kontrolle 3. Warum schreibe ich 2, wenn ich 3 sage? Weil ich auf der Tastatur verrutscht bin. Jo. Und dann haben wir was mit so gelben. Das habe ich schon mal gesehen. Oder gelesen. Das hier? Ja. Hexenfick. Und dann haben wir das hier. Das sieht so allerweltsmäßig aus. Könnte das hier sein? Nein, das kann das überhaupt nicht sein. Jedenfalls, es könnte schon sein, aber nicht sonderlich wahrscheinlich. Das hier eher. Ich vergrößere das hier nochmal eben ein bisschen. Ups, nicht anfassen. Und wenn ich jetzt mal das hier rüberstelle und das daneben stelle. Benutzen, ja. Ja, und das hier, diese Blüten sind ja eher so kelchförmig. Und die sind ja so, ja, so aufgebreitet, aufgefächert. Das ist eher so in eine Richtung zeigend. Und wie das hier, würde ich mal sagen. Ja. Also, zurück. Oh ja, und immer noch mal kontrollieren, ob hier noch irgendwo was steht. Was war das im Hintergrund? Solomons Zepter. Kontrolle 1. Versuchen wir es doch mal. Elixier erhalten. Es ist abgehakt. Es ist das Elixier der Kontrolle. Müssen wir hier runter. Tun wir da zu den Elixieren. Lorena Chapman. Meine Cousine wird in 3 Tagen heiraten. Wenn du Wehkütchen da hast, würde mir das die Mühe ersparen, selbst danach zu suchen. Wenn du meine Cousine kennen würdest, dann wüsstest du sie, dass sie die Mühe einfach nicht wert ist. Aha. Jetzt gucke ich zuerst mal, ob ich Wehkütchen abgehakt habe. Nee, dann weiß ich zumindest schon mal, an welcher Stelle ich suchen muss. Achso, das ist das hier. Das ist möglicherweise das hier. Ey, oder ist es nicht das? Ah, huh. Kein Wehkütchen. Tassenförmige Blüten. Das
das hier? Bergblütler. Ich habe hier noch unidentifizierte Pflanzen. Ich muss diese identifizierten hier nochmal wegmachen. Tassenförmige Blüten habe ich sonst doch diese hier, ne? Ja, dunkelrote Blüten, mein modriger Geruch, das könnte es sein. Nein, oh mein Gott, was tue ich denn hier? Tassenförmig. Kann auch sein, ja. Hier ist auch so ein Stängel drin. Letzte Chance. Oh, gut. Und Tag ist zu Ende. Wir können uns jetzt erstmal die Angst aus der Seele schlafen. Glühhorn. Das Glühhorn oder auch Waldlaterne oder Feenlampe ist phosphoreszierend und beleuchtet so die Bäume, unter denen es steht. Sieht aus wie das hier. Argwöhnische Reisende vermeiden es, sich ihm zu nähern. Sie vermuten, dass das Licht sie in das Verderben locken würde. Ich mache hier mal den Verdacht. Glühhorn. Achso, und wie hieß es sonst noch? Muss ich gleich nochmal eben gucken. Beziehungsweise jetzt mache ich erstmal hier Wegehütchen. Wegehütchen. So. Und jetzt nochmal eben bei dem Glühhorn, wie das sonst noch genannt wird. Waldlaterne. Okay. Ja gut, ich denke, die Mütze Schlaf haben wir uns verdient. Acht Meilen nach Osten. Ja. Da würde ich sagen, spielt die Münze jetzt vielleicht die Rolle. Es wurde in den Kommentaren noch erwähnt, dass ich bislang noch keine Verwendung für diese Münze hatte, aber dass es irgendwann nochmal kommt. Und ich meine, das hier ist das, was auf der Münze zu sehen ist. Der Hirte beobachtete sie, wie sie die Blätter und Wurzeln, die sie benötigte, vorbereitete. Stunden vergingen. Und er sah sich alles an. Die Sonne ging unter und sie arbeitete bei Kerzenlicht weiter. Wie eine Tänzerin bewegte sie sich um die Steine herum. Die Veränderung trat so plötzlich wie subtil ein, so dass der Beobachter zunächst gar nichts bemerkte. Doch dann sah er es. Okay, bei Vollmond. Tag 14, Donnerstag. Mal wieder Regen. Wir hatten jetzt schon eine ganze Weile keinen Regen mehr. Genau, das ist das. Okay, ja, jetzt verstehe ich das.
So, wäre ich jetzt davon ausgegangen, das ist hier diese alte Eiche, die wir da schon irgendwann mal gefunden haben, wäre da 8 Meilen nach Osten gegangen. Aber so sieht es eher so aus, als ob wir von Gosforth aus 8 Meilen nach Osten gehen müssen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Während ich das stille Wasser des Sees betrachte, merke ich, wie mich sein reflektierendes schwarzes Wasser in eine Art Trancezustand zieht. Hier und dort wachsen am Ufer Pflanzen, die ich nicht kenne. Also genau, du bist erkannt worden, deshalb muss ich mal ein bisschen wieder rüber. Da. Und dann haben wir hier Platz für die neuen Pflanzen. Die Blüten sind sehr zart, die Blütenblätter fallen schnell ab. Sieht aber auch ein bisschen ungesund aus da mit den Sporen da oben drauf. Eine fad riechende Blume. Dann ist man wieder da. Also, er hat tatsächlich diese verdammten Pilze gegessen. Und natürlich ist er jetzt krank. Können wir da irgendwas tun? Ihm geht es wirklich schlecht und ich mache mir Sorgen. Oh, diese... Was waren das jetzt nochmal für Pilze? Hoffentlich bist du hier irgendwo, Toradan. Nein, du bist natürlich nicht hier. Welche Pilze habe ich denn jetzt gefunden? Ah. Oder gibt es allgemein was gegen Pilzvergiftung? War das was, was ich rot markiert habe? Das war jetzt gerade zum Schluss, das war das nicht. Diese Totmannsfinger habe ich auch schon länger. Anders diese hier. Achso, genau, Kontrolle 3. Ich weiß noch gar nicht, welche es sind, ne? Bergkappe. Bergkappe, ne. Mazedonia. Frühlingswachskappe mit, kann Schmerzen lindern. Ich muss das eben alles mal durchgehen. So, ich fange jetzt von vorne an.
Medizin gegen Magenschmerzen, der Bischofsschirm, das könnten wir mal versuchen. Nein, das war schlecht. Heilmittel gegen Hautausschläge. Ja, vor allen Dingen, es geht ihm schlecht. Das ist auch eine tolle Diagnose. Achso, dann Elixier, haben wir da irgendwas? Gerade auf. Angst überwinden. Velox Elixier hatten wir schon verwendet, ne? Glaube ich ja. Mal gucken. Erinnerungshilfe war das ja. Kann Schmerzen lindern. Ja, vielleicht. Aber ich wüsste erstmal gar nicht, welcher das von meinen Pilzen ist. Vielleicht dieser hier. Verdauungsschwierigkeiten. Hm. Magenkrankheiten und Angstzustände. Ich weiß nicht, ob das reicht. Hartwurzelkraut. Gibt es noch irgendwas mit Pilzvergiftung? Das würde ich erstmal suchen. Also warte mal, schon mal. Das habe ich zu Ende gelesen. Eine dunkle Magie und so, ja. Lindern von Infektionssymptomen. Schmerzen lindern. Geisteskrankheiten. Flüche aufheben. Heilung von Herzkrankheiten.
Ein Sud, der gegen Fieber und Vergiftungen hilft. Aber habe ich die schon, die Teufelsnachtkappe? Leichter, angenehmer. Ja, die Kiefernadel, das ist toll. Leichter, angenehmer Geruch. Ich muss das jetzt mal alles durchgehen. Also, okay, die Pilze jetzt nicht unbedingt, oder? Sanfter Duft. Aber die Blätter passen hier überhaupt nicht. Süßer Geruch. Meistens. Riecht wie Rhabarber. Süßliche Erdbeeren, die man hier einfach ist. Ich habe doch schon mal danach gesucht. Ne? Saurer Geruch. Blätter, sowas hier. Modriger Geruch, nee. Ach Leute. Das Aroma ist frisch und angenehm. Ja, toll. Aber warte mal. Leichter, angenehmer Geruch. Nein! No! Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Vielleicht ist auch das gar nicht. Also ich weiß jetzt erstmal nicht, ist das die Teufelsnachtkappe? Wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn es wäre, wüsste ich noch nicht mal, vielleicht hilft die auch einfach hier nicht. Nein. Also jetzt nochmal die Teufelsnachtkappe. Achso, sorry. Zu suchen. Ich wüsste nicht, welches sein soll. Und wir hatten aber noch was vorhin, wo wir irgendwie Schmerzen heilen konnten oder so.
Magenkrankheiten und Angstzustände. Ich versuche das sonst mal mit dem Hartwurzelkraut. Wenn ich es irgendwo finde. Oder hatte ich das hier rechts irgendwo hingestellt? Da habe ich es überblättert, sorry. Oder hat das noch einen zweiten Namen? Gibt's doch gar nicht. Hä? Habe ich es nicht markiert oder? Oder war das eins der Dinger, die wir für so einen Trank brauchten? Hä? Wo ist das? Robuste Wurzel. Achso, habe ich das hier notiert in anderer Farbe? Ich verstehe das nicht. Und anhand dieser Eigenschaften, robuste Wurzel. Also okay, ich muss jetzt davon ausgehen, ich habe es nicht entsprechend markiert. In der Gießkanne ist ja nichts. Nein, nein. Das muss eins von den anderen Sachen sein. Jetzt muss man die Blätter gucken und dann irgendwie. Eine robuste Wurzel. Oh, hier haben wir das mit dem großen Stamen. Das hatten wir vorhin mal. Also nicht wegen dieser Frau, sondern
Als ich mir überlegt habe, welche Sache große Stamen haben könnte, und dachte ich, diese Pflanze vielleicht. Also kein Wegehütchen, ja. Vielleicht habe ich diese Pflanze auch nicht, aber... Achso doch, lange, weiche Blätter. Mensch, ich gucke immer nur in der Wurzel. Lange, weiche Blätter. Es könnte sein... Weich und glatt. Weiß ich nicht. Lange, flache Blätter. Ich würde doch eher dieses hier vermuten, Hartwurzelkraut. Blätter sind recht weich. Das sind lange, weiche Blätter. Ja. Ich versuche jetzt das. Und es ist vorbei. Eiskalt den Rücken herunter. Mein Verstand ist in tausend Teile zersprungen. Ja. Können wir unseren Verstand wieder zusammenpuzzeln? Das so? Nein, ne? Ja, doch, das mag er, das gehört zusammen. Nee.
Macht keinen Sinn, ne? Das mal überhaupt nicht. Ach so, da jetzt hier dran? Nee, auch nicht. Ah, oder da so dran? Ja. Du dann hier dran? Nein. Ja, doch. Nee, fehlt noch was dazwischen. Mit vier Linien, also sowas zum Beispiel. Und dann gehört das hier gar nicht dahin. Ja, so. Warte mal, wir brauchen ein bisschen Platz. So. Hier den Kreis. Dann haben wir da eine gepunktete Linie. Das haut nicht hin. So rum vielleicht. Ich fühle mich belebt. Mein Verstand ist wieder ganz. Rechts vom Ladenbildschirm befindet sich eine Schaltfläche für Tipps. Ah ja, stimmt. Wenn man mal nicht weiter weiß. Vielleicht wird mir dann noch empfohlen, was das für eine Pflanze sein könnte. Also er hat die Pilze gegessen. Ich bin sicher, dass ich hier irgendwo einen Leitfaden für giftige Pilze gesehen habe. Habe ich ihn in meinem Labor liegen lassen? Ein Leitfaden für giftige Pilze. Nee, hier im Archiv nicht. Was ist mit der Scheibe? Nee, also, ja. Gucken wir mal zu giftigen Pilzen, aber ja. Jetzt die Frage, wenn er jetzt Bauernsorge gegessen hat und einfach nur extrem müde ist, würde sie dann sagen, es geht ihm sehr schlecht, müssen wir was nehmen, was Müdigkeit vertreibt? Es gibt so viele Möglichkeiten. Medizin gegen Magenschmerzen, das hatten wir versucht, das hat nicht funktioniert. Labor liegen lassen.
Oh, wow. Pattinsons Leitfaden zu Pilzen und ihren Gegenmitteln. Jetzt müsste ich dazu noch mal wissen, was hat er für Pilze zu sich genommen. Okay, alles klar. Wir kriegen das nächste Folge hin. Bauernsorge, kann das... Oder ich gucke mir die Pilze noch einmal durch. Ansonsten würde ich mir nämlich mein Video noch mal angucken. Wir haben ja den Pilz dann eingesammelt. Ich weiß ihn nur nicht mehr. Königliche Gentia oder da kein bekanntes... Hat der Bischofsschirm gegessen? Stoßende Blätter von Sauerband oder durch Hopf. Ich weiß es nicht. Lieblingswachkappe. Also, es gibt ja nur vier Möglichkeiten. Komm, ich versuche das jetzt einfach mal. Tun wir mal so, als ob er Bauernsorge genommen hat. Und wir gönnen ihm jetzt mal königliche Gentia. Das war ewig Herz, ne? Ja. Einfach mal gut geraten. Leberstein. Lapis rigidum. Beim Umgang ist Vorsicht geboten, da er stark paralysierende Wirkstoffe enthält. Leberstein ist ein Pilz mit einem spitzen Hut. Da sind so Punkte drauf. Da. Würde ich mal sagen. Machen wir mal so ein Fragezeichen dran. Ja, cool, das. Ey, da war der Tipp aber Gold wert, dass ich hier diese Leitfaden noch gefunden habe. Aber den. Ja, ich lege den ja mal zu den Briefen. Hoffe, ich vergesse den da nicht. Ja, aber ich denke, wir haben jetzt über eine Stunde. Jetzt machen wir erstmal Schluss und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.